Junge, du nervst! Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt wird abgerechnet, Junge. Oh nein, nein, nein. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ja, geh mal, geh mal, geh mal. Dankeschön. Ich schieße einfach mal blind. Ah, oh, geh mal vorbei. Danke. So, das sollte doch reichen. Oh, er ist tot. Gut. Okay, dann wäre zumindest das Problem jetzt erstmal weg. Ich weiß, wir können ihn natürlich umgehen, aber es nervt mich ungemein, jedes Mal dort in der Gefahr zu leben, von ihm angeknabbert zu werden. Er ist halt doch ein bisschen lästig. Weil er halt auch nicht immer gleich steht, ne? Manchmal schaut er an die Wand und betrachtet die Tapete. Ein andermal steht er in so einem Raum, dass er mich sofort anknapseln kann. Das ist schon ein bisschen gestört. So, okay. Ich nehme mal ganz kurz den Treibstoffkanister raus. Aber ich sehe schon, der ist leer. Also das dürfte eigentlich nichts bringen. Sie können Treibstoff mitführen und mit einem Feuerzeug mehrmals neu anzünden. Ja. Gut, ich glaube, das ist auch neu. Ich glaube, das gab's. Ja, das wollte ich doch gar nicht. Ich glaube, das gab's vorher so auch nicht. Gut, okay. Ich nehme mal an, das Feuerzeug ist auch leer. Es trägt eine Gravur. Spiel nicht mit dem Feuer, deine Jessica. Okay, mehr hat er dazu auch nicht. Hat sie dazu auch nicht zu sagen. Ah, hier unten ist die Gravur drauf. Okay, dann stecken wir jetzt erstmal alles weg und behalten das nicht. Die Hundepfeife, weiß ich halt nicht, ne? Weiß ich nicht. Bin ich mir ein bisschen unschlüssig, was ich mit der machen soll. Aber ich pack mal hier die Farbbänder wieder weg. So, da haben wir zumindest schon mal wieder 3 Slots frei. Das ist schon ganz gut, ganz komfortabel. So, und dann gehen wir jetzt mal das Ziel an, die Schlüssel auszutauschen. Der Türgriff sieht aus, als würde er gleich immer noch auseinanderfallen. Trotzdem durchgehen. Nee, ich gehe oben lang. Ich gehe oben lang. Weil ich nicht nochmal durch die Galerie mit den Hunden möchte. Das muss erstmal nicht sein, solange wir einen anderen Weg haben. Dann erspare ich mir das doch lieber. Muss ja nicht. Ne? Wenn wir hier oben einen Weg haben, auf dem es gar keine Gegner gibt, warum sollte ich dann unten lang gehen? Ich hoffe, das bleibt auch so. Mit den Gegnern. Ja, sehr schön. Gut, wieder zurück in die Eingangshalle und auf die andere Seite. So, einmal nach drüben. Ich glaube, wir können gleich oben bleiben. Wir müssen ja eh nach oben. Und dann tauschen wir mal die Schlüssel. Und ich glaube, mit dem Schwertsymbol haben wir jetzt erstmal nichts mehr zum Öffnen. Zumindest, wenn ich mich recht entsinne. So, einmal durch die Tür. Ach halt, der hat die Tür gleich nebenan. Was war denn mit der? War die Schwertsymbol? Nochmal zurück. Das müssen wir nochmal fix überprüfen. Und auch die Tür zu meiner Rechten hier, wenn ich hier reinkomme in den Gang, müssen wir auch noch schauen. Aha, sie haben den Schwertschlüssel verwendet. Sie brauchen den nicht mehr. Ablegen? Nein, den behalten wir erstmal. Ich hoffe mal, wir können den... Ja, ansonsten müssen wir ihn halt in die Kiste packen. Ist aber gut zu wissen, Schwertschlüssel ist durch. Wir behalten ihn aber trotzdem mal, denn ich habe ja meinen perfiden Auswechselplan. Oh, ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Sie haben den Dietrich verwendet. Schauen wir erstmal hier nach und lassen den Zombie sein. So, mit dem Zombie schauen wir gleich mal dann. Oh, oh, ich weiß, wo wir sind. Hier wachsen grüne Kräuter. Sie reichen nur für wenige Anwendungen. Verwenden. Lassen wir erstmal. Ich will nichts verwenden. Ich würde es nur mitnehmen, wenn ich es mitnehmen würde. Also wenn ich es könnte, meine ich. Ist das hier die Terrasse auf der Westseite? Mal kurz schauen. Ja, das ist eher Süden, ne? So, Hundi sehen wir hier momentan auch nicht. Ich fühle mich trotzdem sicherer mit dem Gewissen, dass ich in dem Gewissen, dass ich die Pfeife einstecken habe, ehrlich gesagt. Okay, die haben wir aufgeschlossen. Wo kommen wir denn da? Ach, jetzt kommen wir in die
Hauptteile, kann das sein? Aha. Gut zu wissen. Haben wir also noch einen Weg hier an der Seite lang entdeckt. Ja, ob der jetzt kürzer ist als der andere, weiß ich auch nicht. Aber hier gibt es ja offensichtlicherweise erstmal noch nichts für uns. Das Anwesen sieht auch äußerst lebensbejahend aus. Ach, das Buntglasfenster, diesmal von der anderen Seite. Das Muster in der Mitte erinnert an eine Hexe. War es nicht beim letzten Mal noch irgendwas anderes darauf zu sehen? Vielleicht ist es auch ein anderes Fenster, kann auch sein. Ich glaube, den Zombie hier drüben, den müssen wir erlegen, ne? Ich glaube, der ist etwas blöd platziert. Oh, der ist unten, glaube ich. Ist der unten? Geh mal hier lang. Nein, der ist nicht unten. So, ist der umgefallen? Ja, ist er. Geh weiter. Danke. Oh, es sind zwei, tatsächlich. So. Wollen wir uns den mal, solange er noch da drüben an der Ecke steht? Na, könntest du ihn bitte auch treffen? Oh, das erste Mal, dass ich nachladen muss in dem Spiel. Also, richtig nachladen, meine ich. Ist der tot? Sieht so aus. Ja, der ist tot. Und auch für den hat sich's erledigt. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Ruhe hier. Gut, das hat uns einiges an Schuss gekostet, aber ich glaube, mit zwei Zombies wäre es ein bisschen schwierig gewesen, hier auf dem engen Gebiet dann noch jedes Mal auszuweichen. Ein Helmsymbol, okay. Wir schauen erstmal hier drüben und schauen dann im Erdgeschoss nach. Gut, Dietrich benutzt. Ah nee, nicht Dietrich benutzt, von der anderen Seite einfach aufgemacht. Kommen wir jetzt irgendwo hin, wo wir schon waren? Oh, machen wir tatsächlich. Und wenn wir schon hier sind, können wir eigentlich mal die Sache mit dem Schlüssel probieren. War ja nicht mal ein Zombie. Früher, vor Urzeiten. Aha. Stimmt, der steht ja am Spiegel. Habe ich ganz vergessen. Der betrachtet sich ja. Wobei er gerade so klingt, als würde er laufen. Na gut, soll er machen, was er will, wie er lustig ist. Wir gehen jetzt mal uns der tödlichen Falle stellen. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ansonsten, gut, wenn es nicht funktioniert, dann legen wir halt den richtigen Schlüssel wieder drauf. Ja, her damit. Den Spaß kennen wir. Es ist trotzdem nicht beruhigender zu wissen, dass man hier wieder rauskommt. So, können wir den verwenden? Nein, es geht nicht. Verdammt. Wahrscheinlich muss man irgendeine Attrappe da drauflegen. Ich weiß es nicht. Ach, ist das schade. Aber gut, der hat eine andere Form. Das muss man auch sehen. Der hat eine andere Kopfform. Oh, ist das ärgerlich. Ich dachte, das funktioniert. Aber gut, es wäre auch ein bisschen mies, wenn man bei Wegwerfen auf Ja drückt und dann braucht man ihn doch noch. Gut, dann müssen wir beim nächsten Mal, wenn wir an der Kiste vorbeikommen, den Schlüssel mal mit einwerfen. Ein bisschen was haben wir noch zum Erkunden. Wir sind ja noch nicht ganz aufgeschmissen. Geh doch mal bitte durch die Tür. Danke, Jill. So, wir haben ja noch unten das Erdgeschoss, das wir noch untersuchen können. Und ich glaube, da müssten wir eigentlich Rebecca treffen, oder? Schauen wir mal. Ich bin gespannt. In jedem Fall ist hier erstmal Zombie. Er ist anscheinend schon ein paar Stunden tot. Okay, auf jeden Fall ist er tot. Richtig tot, wie mir scheint. Sonst würde wahrscheinlich kein Text dran erscheinen. Und nein, da wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin. Schauen wir mal kurz auf der Karte, da drüben. Okay, ja, hier ist der einzelne Raum, dann gehen wir erstmal in den natürlich. Die anderen Türen sind zu, okay. Gut zu wissen. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder einen Schlüssel. Hier gibt es nur Putzmittel. Es riecht etwas unangenehm. Es riecht wahrscheinlich im ganzen Haus unangenehm, weil Verwesung und so, ne? Ist nicht zu verachten. Okay. Ist ein nicht zu verachtender Umstand. Hier ist mal wieder Rüstungssymbol. Ja, das ist ja auch eine von den Türen, die wir, glaube ich, von dem Gang neben dem Esszimmer aus betreten können. Also, da hatten wir ja schon festgestellt, Rüstungssymbol. Das ist also keine neue Tür hier.
Was liegt denn hier? Nur, nee, nicht alte Möbel, ich will das hier davor. Batteriepack. Okay, nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Hier ist die alte Schrotflinte. Ja, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Hier wäre die alte Schrotflinte gewesen. Die hätten wir benötigt, wenn wir hätten mit Chris dieses Gewehr holen wollen, das wir jetzt haben. Denn mit Chris kommt uns Barry nicht zur Hilfe. Denn Barry ist dort weg. Und ja, das ist ein bisschen kritisch dann. Es ist noch Kerosin da, das ist schön. Farbband. Will ich das nehmen? Ich weiß es nicht. Wo ist jetzt das Batteriepack eigentlich hin? Wo haben die das hingesteckt? Will ich das Farbband nehmen? Ja, komm, steck mal ein. Die hat doch das Batteriepack genommen. Das ist gar nicht im Inventar mit. Na gut, wenn ihr meint. So, und dann untersuchen wir mal den einen Raum, den wir da drüben noch haben. Und schauen mal, ob wir da irgendwie weiterkommen. Ob uns das inhaltlich ein bisschen helfen kann. Ansonsten müssten wir jetzt soweit erstmal alles erkundet haben, was offen steht derzeit. Speicherraum, okay, ist doch niemand hier. Gut, ein Speicherraum mit Kiste. Ein zerwühltes Bett. War hier mal jemand? Hier gibt es verschiedene Arten von Seren. Viele haben eine sonderbare Farbe. Das merken wir uns mal hier mit den Seren. Und gehen erstmal in die Kiste rein. Nein, ich will nicht. Nein, 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 nein. Bloß nicht. Behalt schön die Pistole bei dir. Was machen wir denn mal? Ich will die Hundepfeife nicht weglegen. Auf jeden Fall können wir erstmal den Schwertschlüssel wegtun. Den hätte ich natürlich auch richtig wegschmeißen können, aber ich wollte erstmal meinen Plan verfolgen, der leider nicht gefruchtet hat. Ich weiß leider immer noch nicht, was wir mit dem Holzpasspartout machen können. Und auch mit dem Symbol. Ich glaube, da kommen wir momentan einfach noch nicht hin, wo das Symbol ist. Gut, ansonsten haben wir... Ich würde jetzt gern... gehe ich nochmal zurück und die Muni holen für die Schrotflinte. Das könnte ich eigentlich mal machen. Ja, mache ich, wenn ich sowieso mal wieder an der Halle vorbeigehe. Dann kann ich ja nochmal kurz über den Friedhof gehen und die Muni holen, wenn ich dran denke zumindest. Ansonsten bleibe ich jetzt erstmal so und speichere nochmal. Ich glaube, früher habe ich weniger gespeichert. Aber da war ich auch ein bisschen versierter im Spiel, sagen wir mal so. Da wusste ich, was ich machen muss. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Weil sich doch vieles verändert hat. So. Moment, den Zettel hier drüben würde ich gerne mal ergründen. Ach nee, das ist die Schreibmaschine, okay. Nein, ich möchte nicht das Farbband verwenden. Und ich stecke die anderen Farbbänder jetzt auch erstmal wieder weg. Denn einen Platz haben oder nicht haben, das ist so eine Sache, ne? Übrigens ist es auch schwieriger mit Chris zu spielen, weil man... Nein, ich will es noch nicht prüfen. Nein! Ist auch schwieriger mit Chris zu spielen, weil man zwei Inventarplätze weniger hat. Das ist dann doch ganz schön kritisch. Also ich merke es ja schon mit 8 Plätzen, dass mir öfter mal doch ein bisschen der Platz abhanden geht. Aber mit 2 weniger noch dazu, das ist schon heftig. Das Regal ist voller Pillen und Elixiere, die sie noch nie gesehen haben. Viele haben die Farbe gewechselt. Ah, mir fällt gerade ein, die Hoffnung, Rebecca zu sehen, war eigentlich völlig unbegründet, weil die nur bei Chris auftaucht. Zumindest glaube ich das. Rebecca ist ein Mitglied des Bravo-Teams. Sage ich mal jetzt an der Stelle dazu, weil die ja nicht auftaucht. Rebecca ist ein Mitglied des Bravo-Teams, das als Ersthelferin mit dabei ist. Und da wir hier Barry als Sidekick haben sozusagen und Barry nicht da ist bei Chris, braucht es einen anderen Sidekick und das ist dort Rebecca und mit der muss sich Chris dann dort auseinandersetzen und die müssen halt zusammen irgendwie klarkommen und ich glaube Rebecca ist genau in diesem Raum hier zu finden, wenn wir mit Chris spielen, wenn ich das recht in Erinnerung habe, aber es ist halt auch schon ein paar Jahre her bei mir. Kann auch sein, dass ich da ein bisschen falsch liege. Ich weiß es nicht mehr. So, und welche Schandtaten verüben wir jetzt? Ich weiß nicht. Ich will noch mal kurz hier oben schauen. Hier waren noch 2 Räume, oder? Ja. Der drüben, ach, der war zu. Okay, da war Helmsymbol natürlich. Was sonst? Und der andere, das war
Ach, da ging es raus in den Garten, stimmt. Ich muss da mal kurz auf die Karte schauen. Ich bin gerade doch ein bisschen verwirrt. Genau, da ging es raus in den Garten und der andere Weg führte ins Treppenhaus. Bin ich da beide Wege schon gegangen? Ich gehe mal kurz da drüben im Treppenhaus lang. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob ich da alles schon lang gegangen bin. Und wenn nicht, dann mache ich das doch jetzt mal. Ach ja, klar, das war doch hier. Ach, ganz vergessen. So, hier gab es ja jetzt aber erstmal auch nichts zu tun für mich, ne? Dann gehe ich nochmal kurz zurück und gehe in die andere Richtung wieder. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie weiterkommen. Zumindest haben wir jetzt erstmal relativ viel aufgemacht hier in den angrenzenden Räumlichkeiten um den Hauptsaal drumherum, um den Empfangsraum, ums Treppenhaus sozusagen. Und schauen wir mal, ob wir jetzt noch irgendwie an den neuen Schlüssel kommen. Also, ach nee, hier kommen wir ja bloß hier hin. Stimmt ja. Gut, wir haben noch unten den Edelstein, den wir noch einsammeln können. Ansonsten weiß ich gerade gar nicht, wo wir jetzt noch was machen können. Ich gedacht hätte, dass der Edelstein für den Raum hier auf der Westseite, auf dem Westflügel mit ist. Aber da kommen wir bisher offenbar noch nicht hin. Schaut, wir sind hier drüben, hier oben war ja auch alles zu. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich glaube, an der Stelle wäre es nicht schlecht, wenn ich einfach mal eine Aufnahmepause mache. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da laufe ich dann mal vom Safe-Raum hier rüber wieder in die Halle oder vielleicht sehen wir uns auch an irgendeiner anderen Stelle wieder, wo ich der Meinung bin, dass ich besser aufgehoben bin. Und ich darf nicht vergessen, dass hier drüben oh, ich muss mal wieder die Pistole ausrüsten. Ich darf nicht vergessen, dass hier drüben, wo ich jetzt gerade hinzeige mit der Pistole, noch Schrotgewehrmunition liegt. Da ich jetzt nicht aber nochmal speichern möchte, lasse ich die jetzt erstmal. Und wir gönnen uns nochmal den Spaß, hier einen Hund reinzulassen. Oh, sie macht es nicht mehr. Es ist zu gefährlich, diese Tür zu öffnen. Na gut, und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr habt euch wohl und tschüss!